jetzt herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Pokémon Ultrasonne. Wir machen heute die Prüfung, die Instructor, ja, wo uns Instructor das letzte Mal in Nettenswetterwasser hingeführt hat. Jetzt wird's ernst, wir machen diese Prüfung. Beziehungsweise hauen uns das hier einfach jetzt mal an. Kreis. Ein Trainer auf Insel Wandersaft zeigt mir dein Pokémon. Ich will Fotos machen. Okay. Also, dann werden wir das mal erledigen hier. Urlauberin Babsi. Du wirst Geschichte sein alsbald. Nehmen wir mal Klut, weil die soll ja effektiv sein. Und das ist sie auch. Zumindest sieht so aus. Nehmen wir nochmal Klut. Und weg ist es. Tja. Keine allzu große Sache. Wir sehen's. Gut, dann mal schauen, wo geht's weiter? Okay. Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern und obendrein noch die süßeste, alles klar. Durch diesen Tunnel gelangst du zum Gipfel des Vulkans. Okay, dann let's go into the Tunnel. Ah ja, wer ist das? Ich gratuliere dir zum erfolgreichen Aufstieg. Lass mich dein Team für dich wieder fit machen. Danke sehr dafür. Wenn du dich wieder an den Abstieg machst, nimm doch gleich den Tunnel hier. Ist günstiger. Oder ist kürzer. Ah, der ist hier auch für zuständig oder wie? Für die Fallbuchung finde ich Pokémon Attacken der Typ Wasser, Gestein oder Bullen. Ah ja, also die Glutsache von Cat hilft da natürlich. Herzlich wenig, wenn man jetzt mal logisch nachdenkt. Schauen wir es also mal nach, was uns jetzt erwarten wird. Ich bin's, Kiawe. Zusammen mit meinem Knugger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehre. Also, meine Prüfung. Weißt du, damit verhält es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich hier natürlich trotzdem stellen, stimmt's? Oder habe es recht? Unbedingt hier. Ich bin gespannt. Meine Prüfung erfolgt vor allem eins. Eine gute Beobachtungsgabe erfordert eins, okay. Du solltest mir nämlich sagen, wohin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge die Prüfung beginnen. Oh mein Gott. Präge diese Tanzpose gut ein. Ja, das ist machbar. Anders ist, ich weiß es. Mitte. Mitte. Also gut gemacht. Fast haben wir nichts so gut. Dann auf. Ja, das war easy. Jetzt muss man das Ding erledigen.
Der probier mal einen Slacker, der müsste eigentlich ganz gut sein. Ja, also es ist zumindest effektiv. Effektiver als seine, würde ich mal behaupten. Also nochmal Slacker. Weil ich sag, klar, Feuer ist herzlich sinnlos gegen ein Pokémon, was das Typ Feuers ist. Das ist ja klar. Weshalb man einfach mal logisch nachdenken sollte bei sowas. Und wenn man logisch nachdenkt, ist sowas machbar herauszufinden. Und jetzt ist das Ding, glaube ich, weg, oder? Ja, easy going war nicht schwer. Yay. Gut, nice, freies Mess, sag es drin. Das Nuga war Ausdruck vor Freude, weil du mit einem Tipp richtig lagst. Es hat sich vor lauter Freude sogar angegriffen. Sehr schön. Ja moin, und weiter geht's, Tanz Nummer 2. Okay. Oh, diesmal ist der Tipp drauf. Zufall, ich glaube, nein. Prägen uns diese Tanzpose jetzt nun gut ein. Okay. Ich habe hier natürlich eine kleine Hilfe, das ist klar. Was kann denn anders sein? Oh Gott. Darauf habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe mir das nochmal anschauen. Position, Knochen, Blickrüstung. Blick ist anders. Das sieht man ja sofort hier. Sehr gut. Und jetzt kommt der nächste Typ. Ich mache das ein Mensch, das ist mega. Ah, Wanderer Garret fordert das heraus. Okay, Wanderer. Das ist witzig, die Prüfung. Und das, ich probiere einfach alle Pokémon des Typs Feuer mit Cat Slacker Dings hier weg. Ups, das war das Falsche. Aber Kratzer hilft ja vielleicht auch. Ja, ein bisschen. Zumindest nicht so mies. Oh ja, das sieht so ein Derbe. Sagen wir, gut Slacker ist. Weil das ist so Tunnelzell Wasser. Das tut Tannenzell dazu, glaube ich. Was halt generell mal gut ist. Abgesehen davon. Dieses Feuerwirbel-Typ-Zeugs sieht nicht sehr gesund aus. Ja, das sieht heftig viel KP. Dieses Feuerwirbelzeugs, aber ich glaube, nach dem Slacker hier ist der Typ weg. Sehr schön. Und ich behalte die bekannten Attacken. Alles schön, alles gut. Schaust du anderen gerne beim Tanzen zu? Ist doch lustig. Der Wanderer war außerdem vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Sehr schön. Zum letzten Tanz. Hui, das ist ja. Okay, so sieht's also aus. Tanzpose bringen wir jetzt ein, beziehungsweise. Ich kann die Capsa-Karte mit der Kon anhalten und sehen, wie es war. Und jetzt sehen wir, dass das Pokémon anders herschaut, das letzte.
Ja, das Brüllisse, das große Pokémon, das mit den Knochen gibt es ja mehrere. Ich sag einfach mal das mit den Knochen. Oh, Maristik. Sehr schön. Weil es anratet auch ein Knochen, aber offensichtlich stimmt's ja. So denn, okay, akzeptieren wir es. Okay, jetzt kommt das erste Pokémon, das ist halt immer sehr heftig. Und wir sehen können, da werden wir jetzt mehr Pokémons brauchen, um das flach zu legen. Zumal Kette so ein Halbwort am Ende ist. Wird Kette nicht mal viel gegen machen können. Abgesehen von Slacker, die sehr effektiv sind. Dann werde ich jetzt mich hier erstmal um meinen Beutel kümmern. Und ihm einen Supertrank geben. Alles klar. Wie heftig ist das? Ja, das ist sehr heftig. Wie wir sehen können. Das soll sehr effektiv sein. What the heck? Das wird nicht lange gut gehen hier, würde ich mal behaupten. Ihr seht's, ich werde jetzt mal sowas krassen und Entei einsetzen. Mal schauen, ob der Ei was Großartiges machen kann. Weil der erste Pokémon versus erster Pokémon ist ja ganz gut. Ich probiere meine Steinkante auszusetzen. Eigentlich müsste er das machen, weil er erster Pokémon. Ente müsste das mal hören. Und er hört. Boom. Und damit wird er besiegt. Das ist so geil. Wenn das Ding mal arbeitet, besiegt es einfach alles. Im Umkreis. Und jetzt kommen wir jetzt noch ums andere kleine Mystigan-Pokémon. Keine Ahnung, Steinkante. Dann Leuchtfeuer. Was weiß ich was. Okay, Entei Slurpee. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber nichts darum, dass es generell das Pokémon hier dran nimmt. Weshalb wir jetzt auch Smetbo einfach mal Beispiel verwenden können. Weil wenn man das Ding wirklich mal braucht, ist es halt einfach da und das ist das Sinnvolle. Was hier in dem Fall das erste Pokémon direkt umlegen könnte. Was es alles halt einfach viel einfacher macht. Wir machen mal Confusion. Wieso kam die jetzt eigentlich zweimal dran? Ist gar nichts. Das ist halt bisschen mies und fies und überhaupt. Dann nehmen wir mal das hier. Weil es will nicht jemand einen ganzen Pokémon-Haufen, dass sie lahmgelegt haben. Sehr schön. Ja, ich sehe zwar nicht viel, aber immer ein bisschen. Sagen wir mal, ob vielleicht Sandwirbel mehr hilft. Die werden es jetzt sehen. Das ist so ein bisschen insgesamt meine Hoffnung. Nö, das hilft nichts. Okay. Das hier tanzt eine, keine Ahnung. Ich probiere gerade einfach nur durch. Und so, was vielleicht helfen könnte und was nicht hilft, alles rum und dran.
Es tauscht auch wieder Pokémon zurück gegen das Entei. Was du jetzt aufzuwecken. Dann braucht es ja nur noch einmal irgendwas zu machen und so fertig ist es. Bei Enter schläft einfach immer noch, aber es wecken wir jetzt auf, weil wir haben ja theoretisch. Aufwecker. Aber es ist extra noch besser geholt für Entei. Damit, wenn er gerade schläft, eben aufwacht. Entei macht nochmal eine Steinkante. So hoffe ich. Nein, er macht Nickers in das Dev wieder. Okay, dann machen wir doch Planänderungen. Und tauschen das Pokémon gegen. Vielleicht hat nicht mal da. Ferdi. Mal schauen, ob unser Pferd was dagegen tun kann. Der wehrt schon mal ab, das ist brav. Ja, keine Ahnung, Lebenshelle hört sich ja mal fies an. Ja, das sieht ordentlich. Also nochmal Lebenszelle. Dann machen wir das hier auch gut. Nein, das bringt Pferde zum Besiegen, das ist mies. Nur, jetzt wird es langsam ein bisschen kompliziert, ne? Nehmen wir das hier trotzdem wieder her, auch wenn das vergiftet ist. Langsam gehen mir die Reserven leicht aus. Und deswegen so müsste gern Pokémon hier, das ist ja schon kompliziert. Mist, ich bin auch weggestorben. Das ist heftig. Haben wir jetzt im Prinzip noch Slime und ganz plus den Entei, was dann eh witzig wird. Sagen wir mal einen Pfund. Ja, das sieht ein bisschen. Aber Entei die Attacke, das Ding die Attacke schön. Abwehrt. Ist das jetzt machbar? Jetzt einen Fund zu machen und es wegzuhauen. Jetzt! So läuft's. Wow, wow, großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz ausgefallen sind. Und noch unglaublicher ist, wie das mächtigste erste Pokémon des Vulkans besiegt hast. Das ging easy mit meinem ersten Pokémon hier. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium-Set überreißen. Es wurde vom ersten Pokémon bewacht. Das nehme ich gerne an. Prüfung bestanden. Yay! Vor allem war die Prüfung eigentlich relativ easy. Wir sind froh, dass wir sie bestanden haben. Und so geht die Pose für die Setkraft von Typ Feuer.
Alles vielen Dank, liebe Knurga. Ah ja. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Okay, danke. Ja, aber es ist doch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Kluak ganz einfach Pokémobilfunk herbeirufen und zu Flux in Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Das ist praktisch. Pokémobilfunk hört sich zusammen interessant an. Als ein Semester gern Handy vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder 15 Jahren, wie die so neu kamen. Also die Smartphones hört sich ein bisschen so an. Ist witzig. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrum-Set der Prüfungslehrerin vor der Barriere. Der Prüfungshelferin vor der Barriere, das kann ich mal lesen, ne? Wir setzen nun unseren Tanz fort. Solange, bis wir herausgefunden haben, was es mit dem ominosen Set Kraft auf sich hat, die Metzelpock mit der Lola verbindet. Okay, ja, wir müssen runtergehen, den Berg, scheint es mir. Weshalb wir jetzt einfach mal den Weg zurückgehen, den wir hergegangen sind. Das hilft nämlich tatsächlich, vielleicht halt unsere Pokémon. Ja, genau, die macht mein Team wieder fit. Das ist das, was ich dachte. Macht das ja gut. Ist danke dafür. Dann nehme ich wieder den Tunnel hier. Man muss es mit der Frau hier pressen. Das macht es im nächsten Part, liebe Leute. Und Pokémon Ultrasonne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.